letzten Wochen sind hier einiges beim Permakulturprojekt passiert und ich möchte euch gerne natürlich daran teilhaben lassen, was alles genau passiert ist, auch wenn es jetzt heute ein sehr stürmischer Wind ist. Ich werde versuchen, dass nicht das ganz so stark rauschen wird, aber ich möchte halt dennoch das Video machen. Und wie gesagt, der April, der ist da und dann lege ich einfach mal gleich los und zeige euch mal als erstes hier im Garten, was sich alles getan hat und im Anschluss dann natürlich unten auf der Hauptertragsfläche bzw. auf dem Feld. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und wir fangen gleich mal hier an auf der Terrasse. Sozusagen auf dem Tisch, da stehen einige Jungpflanzen, die jetzt das Wetter und die Sonne ein bisschen genießen dürfen. Das zum Beispiel ist jetzt eine Zwetschge aus dem Kern, die rausgekommen ist. Über die freue ich mich tierisch. Mache ich immer wieder gerne Zwetschgen, Pfirsiche, die ich aus Samen herausziehe. Dann habe ich hier jetzt zum Beispiel noch ein paar weitere Zucchinis, eine gelbe Zucchini und auch hier Fenchel, Kürbisse und grüne Zucchinis habe ich auch mit dabei, die hier jetzt ein bisschen wachsen. Das ist schon die dritte Welle, also ich habe schon viel größere Jungpflanzen. Das ist eine Melone und hier auch nochmal Tagetes, Kapuzinerkresse und das ist ein Kürbis. Hier unten Stangensellerie und Fenchel. Und hier die Sonnenblumen, die ich schon gezeigt habe und Neuaussaat von Salat ist hier auch dabei. Und was ich gestern auf dem Feld mit rausgenommen habe, das sind hier jetzt ja Salat, der wild aufgegangen ist, habe ich unten vom Feld mitgenommen, weil die jetzt ziemlich dicht geworden sind, gewachsen sind und ich wollte sie einfach ja, auseinandernehmen und in den Töpfen reinsetzen. Das habe ich auch gemacht. Und hier vorne ein bisschen die Kohlpflanzen, wie sie im Winde und in der Sonne stehen und sich einfach ein bisschen abhärten dürfen. Auf den Beeten habe ich jetzt zum Beispiel neue Freilandaussaaten gemacht bzw. Pflanzungen. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel Spitzkohl sehen. Oder allgemein habe ich verschiedene Kohlsorten auch bei mir im Schrebergarten und unten auf dem Feld gesetzt. Leider ist mir wegen dem Frost auch der Blumenkohl eingegangen bzw. starke Schäden bekommen. Das kann ich ja unten später beim Feld zeigen, dass die dann nicht ganz so gut ausschauen. Aber sonst Salat habe ich fleißig an seinem Platz gesteckt oder gesetzt und die wachsen jetzt auch schon gut heran. Und die Zwiebeln, die ich letztes Jahr im Herbst gesteckt habe, die wachsen auch prächtigst, sage ich mal. Also hier auch auf dem Hügel entlang sind wirklich schöne Zwiebel- und Knoblauchpflanzen und die finden sich überall bei mir im Projekt. Und unten am Hügel entlang habe ich auch überall Salat reingesetzt. Also überall, wo ich Platz gehabt hatte, habe ich einfach Salat reingesetzt, weil für ihn das Wetter momentan optimal ist. Das finde ich auch sehr schön. Hier habe ich jetzt zum Beispiel da eine kleine Salatpflanze die letzten Tage reingesät. Und was ich auch feststellen durfte, dass wir an unseren Buchsen den Buchsbaumzünsler haben. Und ja, das ist halt sehr ärgerlich für meinen Vater, der hat die Buchsen 10 Jahre lang kultiviert oder ja, wachsen lassen und die stellen halt so eine kleine Umrandung für unser Grundstück dar und ja, der Zünsler, der frisst jetzt die ganzen Buchsen hier auf. Gibt natürliche ja, Fraßfeinde, natürlich. Das sind jetzt zum Beispiel Wespen, die haben wir hier. Die gehen auch hier an die Buchsen hin und fressen den Zünsler. Aber das sind viel zu viele Raupen, Kokons und ähnliches. Und das Problem ist halt auch, dass es Singvögel haben sich auch schon dran
gewöhnt, den zu essen. Ich glaube, Spatzen gehören dazu. Aber das Problem ist ja, mein Vater hat jetzt hier nicht so viele Nistkästen im Garten aufgebaut. Das sollten wir eigentlich machen, mehr Nistkästen aufbauen für die Vögel. Die Nachbarschaft, da schaut es auch eher weniger gut aus mit den ganzen Nistplätzen für die Vögel. Keine Nistkästen, wenig Bäume oder kleines Gebüsch, wo die einfach brüten können. Und da wundert es mich halt nicht, dass bei uns hier in der ganzen Nachbarschaft die Buchsen den Zünsler haben. Hier in einem Hochbeet habe ich die Zwiebeln reingesetzt, die ich aus den Samen gezogen habe. Einfach so als Mischkultur für die Trauben. Und da ist halt das Problem gewesen, dass die Traube, die war ja vom Gewächshaus, hatte schönes Grün und dann ist der Frost einmal gekommen. Und ich habe zwar ein Vlies drüber gelegt, aber die ist ziemlich stark in Mitleidenschaft geraten. Und jetzt hoffe ich einfach, dass sie wieder anwächst, genau wie die hier. Die Traube hat es auch ein bisschen erwischt, die ist noch ganz klein. Und da schaue ich einfach mal, ob da was wird. Und an der Seite kommt hier eine Kartoffel raus. Ich weiß nicht, wie die da reingekommen ist, aber man nimmt einfach alles, was man kriegen kann, sage ich mal. Das ist Natur. Und hier unten habe ich mir jetzt neuerdings angeschafft. Das ist ein Nistkasten für Wildbienen oder Insekten. Ein Insektenhotel oder sowas in der Art habe ich mir jetzt einfach gekauft. Mal schauen, ob sich da einige Insekten und Bienen ansiedeln. Allgemein finde ich jetzt momentan in April sehr schön. Überall sehe ich Tulpenblumen, Zwiebel, also diese Zwiebelblumen, Wildbienen überall, alles blüht. Ich finde es einfach schön, die Bäume blühen, die Wiesen blühen. Bei uns hier im Garten überall haben meine Eltern auch ganzen Tulpen oder was weiß ich für welche Blumen. Und bei mir auch im Schrebergarten habe ich auch bei den Wildblumen, die ich dort habe, habe ich auch schon verschiedene Wildbienen gesehen. Und da freue ich mich halt immer wieder, ja, zu beobachten einfach, wie schön es einfach ist, diese anderen und neuen Insekten zu sehen, die Wildbienen einfach zu beobachten für 10 bis 15 Minuten. Das mache ich wirklich gerne. Und ja, hier überall sind halt hier die Tulpen. Auch hier der Aronia blüht, das ist auch wirklich schön. Und wie gesagt, hier, das ist, glaube ich, Blaukissen, der hier an den Stein hochwächst. Und es ist einfach wunderbar, dass man immer mehr Insekten hier mit dazu bekommt und auch zu sehen bekommt. Die Artenvielfalt wächst einfach. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel Salat, der pikiert werden muss. Verschiedener Sommersalat. Hier drinnen ist Dill. Und hier auch noch Salat. Und hier ist irgendwie was Komisches. Ich weiß nicht genau, was es ist. Es war hier unten an der Seite im Hochbeet. Ich weiß nicht, ob das Eier sind oder sowas. Habe da auch noch eine bessere Aufnahme gemacht. War irgendwie ein bisschen komisch. Das hat für mich so nach Eiern ausgeschaut und das war nur ein bisschen oberflächlich. Also wenn jemand weiß, was das ist, der würde doch gerne einen Kommentar schreiben. Und ja, ich weiß wirklich nicht, was das für Zeug ist. Und da muss ich auch mal schauen und beobachten. Hier ist noch mehr Salat, der pikiert gehört. Und hier ist jetzt ein Teil von den Jungpflanzen, Tomaten, Gurken, Auberginen, Paprika, die auch mal ein bisschen die Sonne genießen dürfen und sich abhärten. Hier die Orange. Steht auch schon längere Zeit im Freiland. Macht eigentlich anscheinend die kalte Winde nicht aus. Hier ist der Apfelbaum. Der hat jetzt auch schon angefangen zu blühen. Das freut mich wirklich sehr. Das ist die rotfleischige Apfelsorte Bayer Marissa. Und hier, der Salat hat jetzt auch einen richtigen Wachstumsschub bekommen. Freut mich tierisch. Also am Wochenende hatten wir einen Regenschauer. Die Zwiebeln kommen, der Salat kommt. Und ich hoffe, dass die Möhren, die wir hier zwischen den Reihen gesetzt haben, zwischen den Salatreihen, dass die auch bald kommen werden. Die Wärme ist da. Die
Feuchtigkeit auch. Nur mal schauen, wie viel die Vögel uns da weggepickt haben, weil ich habe hier einige gesehen, die ein bisschen gepickt haben. Und wie gesagt, für den Wind entschuldige ich mich, wenn man ein bisschen Rauschen hören kann, aber da kann man nichts machen. Das ist Natur. Und hier haben wir noch ein bisschen die Kartoffeltürme, die ich gebaut habe, und die chinesische Dattelpalme und ja, sonst was man hier noch an der Seite hinter dem Gewächshaus steht. Das ist ein neuer Kompost, den ich aufgesetzt habe, und ja, das ist so ziemlich das, was ich jetzt hier euch im Garten meiner Eltern zeigen möchte, und dann gehen wir mal runter aufs Feld, denn da gibt es ja auch noch einige Sachen zu sehen. Jetzt bin ich hier auf dem Feld angekommen, und ja, was man auch hier gleich als erstes sehen kann, das sind die 5 Reihen Kartoffeln, die ich angehäufelt habe, und da hinten Mulch, Rasenschnitt, den ich von der Gemeinde bekommen habe. Also ich habe hier mehrere Haufen, weil ich jetzt auch anfange mit der Gemeinde zu kooperieren, und die haben mir halt auch den Rasenschnitt gegeben, und da muss ich halt einfach aufpassen, ja, muss ich gleich die ganzen Beete damit mulchen, damit es jetzt nicht anfängt zu schimmeln, aber ich bin ihnen trotzdem sehr dankbar. So baut man einfach guten Humusboden auf. Mulchen ist sehr wertvoll. Dann hier könnt ihr auch einige Kohlpflanzen sehen. Schon jetzt noch den Frost ein bisschen besser überstanden. Das sind jetzt Steckzwiebeln, die ich im Herbst gesetzt habe. Die kommen auch raus und dienen als Begrenzung sozusagen. Oder als Markierung für mich, wo ich meine Möhren gesetzt habe. Ich habe hier überall auf meiner Fläche Stellen ausgesät, wo ich meine Möhren und meine rote Beete ausgesät habe. Und ich hoffe jetzt einfach mal, als es geregnet hat, dass jetzt die mal endlich kommen. Die Wärme sollte passen. Was ihr hier auch sehen könnt, ist jetzt ein Rosenkohl und den Grünkohl da hinten. Die gehen jetzt in die Blüte und das freut mich wirklich sehr. Ich lasse die ausblühen, einfach für die Bienen und Insekten. Ebenso der Mangold hier. Und sonst habe ich hier vorne, wo ich jetzt gerade bin, habe ich auch noch weitere Spitzkohl. Blumenkohl hat es auch ein bisschen heftiger erwischt. Aber sonst wächst hier auch Kopfsalat. Und ja, Kopfsalate, verschiedene Kohlarten, die sind bei mir jetzt hier im Freiland. Hier könnt ihr jetzt schon eine dicke Bohne sehen, die ich im Februar ausgesät habe. Also hier zum Beispiel ein Streifen bei den Kartoffeln, wo ich die dicke Bohne ausgesät habe. Habe ich hier an verschiedenen Stellen auch ausgesät, die dicke Bohne. Und die kommen jetzt überall. Freut mich auch sehr, dass jetzt hier die ersten Freilandaussaaten zu erkennen sind. Hier wächst auch noch zum Beispiel eine. Das ist doch schön. Jetzt kommen wir hier zu meinem Blumenkohl, den es wirklich hart erwischt hat. Also hier ist jetzt zum Beispiel eine Pflanze, hier vorne auch. Die haben den Frost abbekommen und die haben es leider nicht so gut erwischt. Der Salat hat ziemlich gut alles überstanden. Hier habe ich jetzt zum Beispiel auch Lauch mit ausgepflanzt. Habe ich auch an verschiedenen Stellen hier auf der Fläche. Und der Kohlrabi, den habe ich vor 2 Wochen rausgesät. Der hat auch so kleine Frostschäden mit abbekommen, aber dem geht schon um einiges besser. Und da hinten, da ist der Mangold, der überwintert hat. Und sonst gibt es eigentlich nicht ganz so viel zu zeigen. Salate wachsen hier wild, die pikiere ich, lasse sie wachsen.
Spinat gibt es hier, wächst bei mir zum Beispiel auch noch. Also da vorne kann man jetzt zum Beispiel Spinat sehen. Schauen, ob ich, ja, so kann man besser sehen. Hier wächst ein bisschen der Spinat. Auch überall hier muss ich mal ein bisschen mit der Hacke ran. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal in den Folientunnel rein. Mal schauen, was sich da alles getan hat. Was sehr ärgerlich ist, was wir jetzt die letzte Woche bemerkt haben, ist, dass der Tunnel einen ziemlich großen Riss hat und auch neben dem Riss hier auch ein paar kleinere Löcher zu sehen sind. Ist halt einfach wahrscheinlich aus dem Grund, dass halt im Winter es recht kühl gewesen ist und der Wind halt die Folie ziemlich aufgebläht hat und deswegen sie Risse bekommen hat. Und es ist halt ein bisschen schade, dass halt die Folie nicht mal ein Jahr alt ist und schon solche Beschädigungen hat. Werde ich mal schauen, ob ich da so Klebeband, spezielles Klebeband da anschaffen werde, um das zu reparieren. Aber das gehört natürlich auch mit zum Leben dazu und zur Gärtnerei. Und da werde ich jetzt einfach noch ein bisschen weitermachen, im Tunnel gießen. Und ja, das werde ich hier mit den Schubkarren und Regenfass hier machen. Und da tue ich halt wirklich mit dem Schlauch das Wasser da reinfließen lassen und ich tue halt mit der Schubkarre das Wasser abschöpfen. Das ist halt da unten, wenn ich da so lang gehe. Da ist halt hier die Wasserstelle, wo ich da wirklich mit Gießkanne, Schubkarre und ja, in dem Regenfass das Wasser abgieße, weil ich habe hier wirklich keine Tropfbewässerung und das mache ich wirklich mit meinem Vater so stundenlang. Im Folientunnel habe ich bereits angefangen, die Tomaten zu setzen. Ich glaube, ich habe jetzt hier 6 Reihen, in denen ich sie aufbinden werde. Und sonst habe ich noch 2 Reihen hier an den Seiten, wo ich sie mehrtriebig kultivieren werden oder lassen werde. Also mehrere Triebe. Da werde ich ein bisschen mit dem Ausgeizen sparen. Was ich auch gemacht habe, ich habe hier vor 6 Wochen Salat mit reingesetzt. Da wächst er auch schon fröhlich vor sich hin. Und heute habe ich auch angefangen, zum Test ganz an den Seiten Paprika und Chilis sowie Auberginen auszupflanzen. Die werde ich vielleicht noch mit einem Vlies heute bedecken. Und was ich und mein Vater heute gemacht haben, oder die letzte Woche, sind diese Klettergerüste für Gurken und Melonen zu bauen. Also es sind hier so Gerüste, die wir mit Bambusstecken und den Fäden sowie ein Netz gebaut haben. Also es schaut eigentlich folgendermaßen aus, dass wir so Wellen aufgebaut haben. Also das Netz ist hier jetzt zum Beispiel am Anfang fixiert mit Haken und Steinen. Das haben wir dann in so einer Art Welle über diese Stöcke dann so gelegt, dass man dann hier die Melonen oder die Gurken von außen reinpflanzt, dass sie dann hier so hochranken können. Hier durch die Bälle runter und an der Seite genauso. Also die wachsen dann hier so dazwischen. Ich habe auch schon die ersten Melonen zum Beispiel reingesetzt. Hier wachsen die auch wieder zum Test, ob sie die Kälte überstehen. Und die haben wir halt so innen reingemacht. Einfach ja, so eine kleine Ranghilfe und die aber auf der hinteren Seite genauso gemacht, weil Gurken es natürlich etwas schattiger mögen. Deswegen haben wir sie hinten gesetzt und vorne die Melonen. Die können dann auch von mir aus hinten ein bisschen weiter ranken. Was ihr hier aussehen könnt, ist nochmal weiterer Salat, Kopfsalat, den ich hier mit reingesetzt habe. Und hinten, das aussehen, da habe ich schon mit den, kann ich dann auch mal ein bisschen näher hingehen, sind halt dann die Gurken, die ich dann so reinpflanzen werde. Da habe ich auch schon angefangen, die ersten Gurken zu pflanzen. Hier überall die Tomaten, wie sie schön wachsen, gefällt mir. Es sind auch wieder ganz schön viele verschiedene Sorten.
Und hier werde ich dann auch anfangen zu mulchen mit dem Grasschnitt von außen. Und ja, es freut mich einfach in solchen Zeiten wie diesen, mich einfach den Garten zu widmen und zu beschäftigen, weil es gibt einfach viel zu tun. Und kultiviert sich gar nicht alles von allein. Und hier, also ich entschuldige mich trotzdem für den Wind und der Folie, die so knattert, aber ich mache trotzdem mein Video weiter. Also hier kann man jetzt zum Beispiel die Gurken sehen, sind auch schon recht groß. Und hier habe ich jetzt auch angefangen, die Gurken ins Netz zu fädeln. Ja, da muss man wirklich aufpassen, das ist so eine kleine Feinarbeit, die ins dieses dünnmaschige Netz reinzubringen. Die Gurken hier einzufüllen, damit sie nicht nach außen wachsen. Und wir haben halt auch die Überlegung gehabt, dass bei den Gurken die Früchte nach außen wachsen und wir dann sie sozusagen besser ernten können und einfädeln können. Und das war einfach so ein kleines Ranggerüst für uns sein, für die Gurken. Soll einfach besser werden wie letztes Jahr, da sind sie uns einfach mit bei den Tomaten reingewachsen. Das war einfach sehr umständlich. So, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach oben geben und auch einen, ja, und den Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Dann verpasst ihr immer, ja, werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hier im Peace-Projekt hochlade und wie es halt hier so weitergeht, auch mit dem Wind. Und ja, sonst möchte ich noch ansprechen, weil mich immer wieder die Leute ansprechen, was ich denn alles so mache und ob ich davon leben kann und alles Mögliche. Es ist grundsätzlich so, dass ich ja für das ganze Projekt und für den Garten 8 Stunden oder 10 Stunden, also einfach den ganzen Tag beschäftigt bin. Das ist Vollzeitbeschäftigung, was ich hier mache. Ich mache das alles alleine mit den YouTube-Videos, mit den Website-Gestaltungen und alles Mögliche. Das kommt ja auch noch alles dazu. Und es ist wirklich eine Vollzeitbeschäftigung. Und dann meine ich noch mein Tai Chi, was für mich sehr wichtig ist, weil das ist für mich auch ein Lebensweg. Und ich möchte es ja traditionell lernen, meinen Kung-Fu-Weg. Und ja, das ist halt so eine Sache, wo die Leute meinen, ja, ich mache noch nebenbei irgendwas, gehe noch arbeiten oder Geld verdienen. Dem ist nicht so. Dann müsste ich einen 16-Stunden-Tag haben. Können sich die wenigstens vorstellen. Und ich bin einfach sehr dankbar, an dem Punkt möchte ich es einfach auch ansprechen, für die Leute, die es jetzt schon ermöglicht haben, dass ich 1% auf meiner Crowdfunding-Kampagne habe, die an mich glauben, die für das Projekt spenden und mich einfach so unterstützen. Freut mich einfach wirklich sehr, auch an meinem Vater und meine Mutter, die hier wirklich auch alles mitfinanzieren, mir mithelfen, und es ist einfach Unbeschreibliches. Ich bedanke mich nochmal vielmals für eure Unterstützung, für euer Vertrauen und euer Glauben. Es ist nicht so, dass ich hier gar nichts machen würde. Dem ist nicht so. In diesem Sinne wünsche ich euch noch wunderbare Tage. Viel Spaß bei euch im Garten, bei euch ja, beim Anrufspflanzen. Ich mache jetzt weiter, Grasschnitt, mulchen und die Gurken reinsetzen. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.